Ich habe die 5 krassesten von unendlich vielen Glitch-Leveln in Super Mario Maker 2 gespielt und ich hätte nie gedacht, dass sowas möglich wäre. Das letzte Glitch-Level hat mich komplett aus den Socken gehauen. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedeemC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Runde Mario Maker hier auf dem Kanal. Ja, wir spielen heute mal wieder Super Mario Maker 2 und zwar testen wir heute Glitch-Level. Ihr habt richtig gehört, meine lieben Freunde. Ich habe mich jetzt nicht in jedes Level reingeschaut, wie der Glitch funktioniert und was das genau für ein Glitch ist. Was ist denn das hier für ein komischer Raum? Okay. Wir sind auf jeden Fall hier in dem Super Mario Bros. 3-Teil, glaube ich. Oh, hier können wir so den Checkpoint aktivieren. Hä, würde das normal auch gehen? Ich glaube, das wird schwierig, oder? Man kann ja gar nicht da durch. Wir haben jetzt hier gerade einen Checkpoint aktiviert. Da steht eine 65. Ist es hier auch mit einem Rätsel verbunden? Oder mache ich hier gerade gewaltig irgendwas falsch? Ich kann halt gar nicht mal mehr zurück. Okay, Leute, ich bin jetzt hier mal gestorben. Wir haben den Checkpoint aktiviert, sind hier gestorben. Ich glaube, das war die richtige Vorgehensweise. Aha, jetzt sind wir nämlich dort rausgekommen. Oh, geil, wir haben uns durch die zwei Plattformen durchgeglitscht quasi. Das ist sehr nice. Ich habe hier eben vor einen Anlauf gelaufen, gegen die Stacheln oben gesprungen. Und jetzt sind wir am Ziel. Nicer Glitch eigentlich. Kleiner, aber feiner Glitch. Schön die Plattform ausgedrückt, würde ich sagen. Nö. Kommen wir zu Glitch Nummer 2, meine lieben Freunde. Und zwar Uno Mass Weird Goal Hitboxes. Grab Boot, Activate Thump, then Don't Move. Keine Ahnung, ich lese mir das nicht durch. Ich will das selber rausfinden, wie es genau geht. Und wir gehen mal durch die Tür. Ist doch immer eine gute Option. Okay, wir sind jetzt hier groß geworden. Können den Schuh nutzen. Löse alle Powerblöcke. Das habe ich gerade nicht durchblickt. Okay, also zuallererst werden da irgendwelche Plattformen von der Bombe zerbombt. Wir analysieren das Ganze jetzt mal. Ich will das verstehen, was hier passiert. Also jetzt hier, ne? Der Gegner wird weggemacht aus dem Schuh. Wenn wir dann in den Schuh reingehen. So, wir sehen ja ganz klar, dass das Ziel nicht aktiviert ist. Es wird erst dann aktiv, wenn der Thump runtergeht. Dann aktivieren sich die blauen Plattformen. Und aus irgendeinem Grund, da oben ist noch eine Bombe mit einem Powerblock. Ach, und der wird dann aktiviert. Aber warum wird das Ziel dann aktiviert? Aber hat das überhaupt einen Zusammenhang mit den blauen Blöcken? Das weiß ich gerade nicht. Kurzes Update zu der Weird Goal Hitbox. Das haben wir auch falsch gemacht. Mann, ich hätte mir diese komischen Beschreibungen mal durchlesen sollen. Wir nehmen nämlich jetzt diesen Schuh. Ne? Seht ihr richtig? Da ist der Thump. Der macht doch schon ein bisschen Auge. Und zwar springen wir jetzt und bewegen uns dann nicht. Aktivieren den Thump. Bewegen uns nicht. Dann sind wir nämlich erstmal irgendwie in den Blöcken drinne. Haben das Ziel nicht erreicht und erst wenn wir dann aus dem Schuh geschossen werden, haben wir das Level beendet. Flex. Kommen wir zum dritten Glitch-Level, meine lieben Freunde, und zwar Uno Mass Frozen Magi Koopa. For some strange reason, Kamek doesn't shoot magic when in between two blocks. Okay, der Magi Koopa ist gefrozen. Sagt man das so? Keine Ahnung, ich habe gar keinen Plan. Und der soll jetzt hier anscheinend nichts machen. Ne, wir wissen ja, Kamek macht ja immer seine komischen Moves da. Ist es das schon? Also Kamek ist hier gerade gefangen. Aber eigentlich sollte er trotzdem noch seine Dinger ballern können. Er ist hier natürlich auch groß gemacht worden, der Kamek. Was passiert, wenn wir hier gegenspringen? Okay, der ist weg. Der ist weg. Das war auch schon das Ziel. Ich dachte schon die ganze Zeit gerade, wo ist denn das Ziel? Die Ranke hat das komplett verdeckt. Starten wir rein in das vierte Glitch-Level und zwar The Most Lag Ever. Okay, schauen wir mal, wie krass denn dieser Lag ist. Leute, habt ihr denn schon mal einen Lag erlebt in Mario Maker 2? Ich auf jeden Fall ein paar Mal. Aber mal schauen, wie viele Frames es dann tatsächlich sind. Oh mein Gott, guck mal, wie langsam wir sind. Das ist einfach in Zeitlupe. Alter, was wurden da alles hingeballert? Doch Münzen, irgendwelche Trampoline, ein Stern einfach in der Mitte. Der leuchtet auch die ganze Zeit. Es wird ja mal langsamer, Leute, es wird noch langsamer. Oh, da ist ein Feuerwerk. Ich sollte mal hier ein bisschen mehr springen, dann kann ich Feuerwerke auslösen. Der Glitch entsteht dadurch, dass einfach ultra viel auf dem Bild passiert. Ihr seht ja, ich bewege mich hier flüssig. Es liegt nicht an eurem Video. Ziemlich abstoßen. Wir haben Schüsse bekommen. Okay, wir müssen hier natürlich auch ein bisschen abwarten anscheinend. Aha. Hey, das sind, was weiß ich, wie viele Frames? Maximal 10 Frames oder so? Okay, gehen wir mal. Und jetzt ist es so, als ob nichts gewesen wäre. Wir haben die Tür aufgemacht. Als ob einfach nichts gewesen wäre. Meine lieben Freunde, wir starten rein in das fünfte Glitch-Level. Uno Mass New Territory by Dent. Enter Door, Grab Pow. Schauen wir jetzt mal, was da auf uns wartet. Mal schauen, ob wir auch selber rausfinden, was wir hier zu tun haben. Okay, da kommen jetzt erstmal schön Münzen rausgeschossen. Die Frage ist, nutzen wir die Tür oder springen wir einfach rüber? Powerblock habe ich ja gerade genommen.
Und ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Stopp, Leute. Ich hätte mir vielleicht doch die Beschreibung durchlesen sollen, die unter den Levels stehen. Denn wir haben das gerade nicht richtig gemacht. Wir müssen durch die Tür gehen, den Powerblock nehmen, rennen. Und kurz bevor wir am Ziel sind, müssen wir den schmeißen. Probieren wir das mal aus, ob das so funktioniert. Haben wir es richtig gemacht? Ich bin so dumm. Oh! Wir haben es falsch gemacht. Das war mit New Territory gemeint. Der macht doch keinen Jubel oder so. Habt ihr gesehen, wir waren auf einmal in einem ganz anderen Raum. Wir sind, wir haben es irgendwie geschafft. Wie Luigi uns anguckt. Wir haben es irgendwie... Luigi, Bro, mach mir keine Angst. Jetzt erst. Und das sollte es auch schon von dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat das Glitch-Video hier gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Kommentiert mal gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Teilt das Video gerne und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Danke an alle Member und klick hier auf dieses Baba-Video, du wirst es nicht bereuen.